Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1701. Ja, in unserem wunderschönen kleinen Städtchen mit ein paar Bakterien in den Haushalten, die uns irgendein netter, liebenswürdiger, mündiger, ausgewachsener, gut gelaunter Mitspieler eingeschleppt hat, der jetzt leider nicht den Mut hat, sich zu outen, denn dem würde ich jetzt sonst den Krieg erklären. Naja, also, wir produzieren aus irgendeinem Grund nichts mehr, weil, achso, ich glaube, das Schiff ist noch gar nicht das erste Mal angekommen, kann das sein? Ja, jedenfalls haben wir hier kein Parfum da. Aber jetzt. So, der Kollege läuft los. Und da haben wir dann jetzt unsere ersten Sonnenblumen, aus denen wir Parfum machen können. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass jetzt mal hier meine Ärzte langsam mal was gebacken bekommen. Es sieht... Forschung vollendet. Oh, wir haben irgendwas erforscht. Ich glaube, das war das Segel, ne? Genau. So, 5000. Danke, erstmal nicht. Wir können ja mal hier so einen kleinen Speedtest veranstalten. Oh ja, doch. Die sind auf jeden Fall schon schneller unterwegs. Ich vermute mal, die KI wird das auch schon haben, auch wenn die keine Unis oder ähnliches haben. Ich hoffe mir, wenn ich jetzt gleich noch ein Kriegsschiff bauen werde. Oder ich warte jetzt auch, bis der das nächste Mal da ist, weil dann ist das alles günstiger. Vielleicht machen wir das dann doch lieber so. So, gleich gehen die Pralinen hoch hoffentlich. Naja, fast. Der Marktkarren ist zumindest schon auf dem Weg. Was kostet mich jetzt theoretisch so einen Weg? Ja. bisschen zu teuer für meinen Geschmack. Ja, wie lang? 3 Minuten 25. Naja. Oh. Das sieht nicht gut aus. Wenn jetzt nämlich hier 13 Leute drin wohnen, dann stuft sich das, glaube ich, runter zu einem Bürgerhaus automatisch. Ne, Siedler, sorry. Zu einem Siedlerhaus. Meine ich, irgendwann mal irgendwie in irgendeinem Anno-Spiel erlebt zu haben. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gesagt. Also, 14. Naja. Zur Not lassen wir sie dann eben wieder einziehen. 25, ja, die Kaufleute, die da wohnen noch ein paar mehr drin, die leben noch. Aber bei den Bürgerhäusern sieht es ein bisschen problematisch aus. Ich möchte jetzt echt nicht, wie viel kostet mich so ein Medikus? 500 Goldmünzen. Für einen Medikus, der danach nur noch Unterhalt zieht und ich danach erstmal eh nicht wieder brauche. Ist mir das doch ein bisschen zu viel Geld. So. Das zum Thema Pest. Kapitän auf der Brücke. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ahoi. Da kommt der nächste Kandidat schon wieder. Wie sieht es denn aus mit unserem Walfett? Das sieht gut aus. Wir produzieren Ambra. Also Sonnenblumen sind schon keine mehr da. Das sieht mir aber so aus. Ich glaube, der... Das Marktos hier ist ein bisschen überlastet, kann das sein? Ja, kann vielleicht sein. Boah, ich meine, das sind immerhin 1, 2, 3, ja 6. Ne, 7 Gebäude, die wir versorgen müssen. Da kann es doch schon mal zu Komplikationen kommen. Ach, sogar die Goldmine wird auch abgeholt. Stimmt, weil die ja für 2 Schmieden produziert. Gut. Was sagt... Oh ja, die wohnen aber noch. Oder können jetzt nicht mehr sterben. Das kann natürlich auch sein. Ich vermute mal, in dem Handbuch ist das bestimmt nicht vermerkt. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Du wirst doch einem guten Freund versporten. So, da können wir jetzt erstmal direkt unsere Schiffe testen.
Und da werde ich nichts zahlen. Ich suche nach jemandem, der einen dringenden Auftrag hat. Oh, Treibgutbergen. 5000 Goldmünzen. Sehr schön. Wo? Der Kreisel, ich wo? Ich werde dich vernichten! Da unten. Okay. Ich bin bereit, dir Frieden zu gewähren. Ihr seht schon, ne? Ich gehe gar nicht mehr auf so eine Kriegserklärung drauf ein. Entweder kann er uns nichts anhaben oder er zahlt uns wieder freiwillig. Na bitte, es geht doch. Alter, so eine KI, ne? Die ist echt zu herrlich. So. Hier ist schon eine ganze Menge verschwunden. Und hier sind es noch... Achso, das geht... Das ist nicht insgesamt die Dauer, sondern... Ja, das hier zum Beispiel geht noch 1 Minute 40. Das ist dann wahrscheinlich... Es wurde später infiziert und hält deswegen auch länger. Okay. Ist auch interessant zu wissen. Aber das ist schon mal gut, dass hier... Natürlich müssen wir jetzt hier die Steuern wieder senken. Aber der Igor Jägerow hat uns ja gerade das passende Kapital gegeben, dass uns die negative Bilanz erstmal nichts anhaben kann. Und dazu können wir jetzt natürlich noch einen schönen Auftrag für den freien Händler erledigen. So, 2 Tonnen Waffen, die nehme ich gerne mit. Wir produzieren ja gerade selbst keine Waffen und da ist mir sowas willkommen. Ich sehe gerade, wir haben 18 Tonnen. Durch 3 macht 6. Das heißt, wir können 6 Einheiten... Pikeniere rekrutieren. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Bevölkerung ihrer Stadt ist auf über 2000 angestiegen. Ja, die magische Grenze, na gut, magisch nicht, aber die Grenze hatten wir schon einmal geknackt. Und durch die Pest ist das eben alles so ein bisschen wieder gesunken. Ist ja auch sehr schön, dass noch ein Kaufmannshaus hier lebt. Tja. Immerhin, also er baut schönere Städte als ich. Oder er versucht es zumindest. Ich versuche es ja noch nicht mal schön zu bauen. Ein Demagoge hat ihre Arbeiter überredet, die Arbeit niederzulegen. Es ist schon sehr, sehr fies in 17.1. Also man hat eigentlich gar keine Chance, sich hier irgendwie zu wehren gegen diese Sabotageangriffe. Da hilft eigentlich nur Gegenangriff. So ein Giftmischer. Boah, haben die jetzt, da viel Geld. Die Pest endlich vorüber ist, komme ich gerne wieder zu euch. Ich dachte gerade, er hätte sein den Auftrag zurückgezogen. Das finde ich nicht Wenn so cool. Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt, ich hätte da einen Auftrag für euch. So, also Parfüm. Ui, Steuern. Sehr schön. So, 1400 Kaufleute brauchen wir für den Senat. Den hätte ich, da hätte ich jetzt eigentlich doch schon Lust, den zu haben. Aber wie ihr seht, wir haben eigentlich genug Waren bisher. Pralinen ist so ein bisschen was, aber das ist, denke ich mal, nicht so wild. Also 1400 Kaufleute. Was hatte ich gesagt? Wir hatten jetzt 1050, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt 350, 12 Häuser waren das. Passt mal auf, die holen wir uns jetzt. Also. Oh, und ich sehe gerade. Ja, doch, 12 Häuser. Ja, doch, das geht sich locker aus. Sehr gut. So, theoretisch könnte man mal hier hinten auch noch ein paar Häuser anbauen, oder? Da muss man jetzt... Ah, nee, das war schon wieder... Von einem Besuch in eurem Kontor bin ich nie enttäuscht. Ja, Stoffe waren jetzt ein bisschen viel, ne? Na gut, das füllt sich eh wieder auf. Stoffe produzieren wir, glaube ich, eh gerade zu viel. Also von daher... Gebt mir rasch die Lieferung. Die Sache duldet keinen Aufschub. So müsste das passen. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Ja. Außer du. Was? Feuer? Aber ich hab doch... Nein. Erstmal den Auftrag. Erstmal was Schönes machen. Hab Dank. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen gewesen. Und du? Weiß gar nicht, wo du hin willst. Oh nee, ey. Jetzt habe ich natürlich eine Feuerwache, die nicht... Konnte ich hier nicht irgendwie... Nee, das war schon mal falsch. Ja, es wird mir so angezeigt. Eieieiei.
Oder kriegen sie das das kriegen sie gelöscht, oder? Sind das mutige Leute? Nö. Doch, da kommen sie. Oh, bitte, ey. Ah, ne, jetzt breitet sich der Brand aus. Feuerwache muss doch leider eingreifen. Die pumpt da mal schnell ein bisschen was rein und dann passt das. So. Direkt nebenan ziehen dann die ersten Kaufleute ein. So, das waren jetzt 3, 4, 5. Ne, 5. 6, 7, 8, 9. 10. 11 und 12. So. Und wir haben keinen Verfall mehr. Naja, ist egal. Das ist uns egal. Zum Ton. Naja. Ach, da ist aber noch was übrig. Dann reicht das anscheinend generell nicht. Das heißt, da brauchen wir noch einen zweiten Parfümerie-Kollegen. Ja, und na gut, das geht jetzt runter, weil irgend so ein netter Herr wieder. Fischer hat keine Arbeit mehr. Ich könnte jetzt wieder mit den Adjektiven anfangen, aber das lasse ich jetzt mal, weil ich gerade schlecht gelaunt bin, deswegen. Irgendwer hat uns hier wieder die Betriebe lahmgelegt. Sollt ihr? Ja, ihr sollt stillgelegt sein, das hat alles seine Richtigkeit. Ja, und an sich. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wo wir den Senat reinquetschen. Weil an sich haben wir keinen Platz. Ich möchte jetzt ungern die Universität abreißen. Desto mehr Gebäude er einbezieht, desto mehr Geld kriegen wir natürlich. Tja. So, ja, da geht das Parfum gerade runter. Äußerst schade. Da müssen wir definitiv noch jemanden ranhängen. Ach du Scheiße, was ist denn hier für eine Flottenmanöver? Gut, wir brauchen wesentlich mehr große Kriegsschiffe. Unser eines da hilft da leider nicht, wie ich gerade feststellen musste. So, jetzt sag mir bitte, dass ihr nicht... Dankeschön. Die Armee ist kampfbereit. So. Ihr sollt da mal Platz machen. Rund raus aus den schönen Sonnenblumenfeldern. Ja. Dein Inselreich ist ja sowas von lächerlich. Was soll das denn jetzt heißen? Herr Igor. Ich kann deine Visage nicht länger ertragen. Ja. So, das Markthaus ist näher dran, deswegen wird das jetzt erstmal. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Wird das jetzt erstmal daran angebunden? Die Truppen warten auf euren Befehl. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen sicherer, wenn ich die Truppen auf den Inseln schon verteilt habe. Die Armee ist kampfbereit. Muss ich ehrlich zugeben. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. So. Wie viele haben wir denn jetzt? Ja, gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. So, inzwischen können wir dann schon mal den... Oh, da juckt es mir gerade im Auge. Ich muss kurz niesen. Eine Sekunde. Oh Gott. So. Ich habe leider mein Hotkey vergessen. Womit ich mein Mikrofon mute. Hoffentlich vergesse ich das nicht rauszuschneiden. Hoffentlich, hoffentlich. Gut, 14 Marmor haben wir noch übrig. Wo ist denn eigentlich der Rest reingeflossen? Ach hier, genau, die Kollegen. Ich hoffe, der verbraucht nicht zu viel. Das ist auch intelligent von mir. Ja, wo soll der Senat hin? Eine andere Aktion wäre natürlich einfach... das Dorfzentrum abzureißen und drei Stück hier draußen rumherum bauen.
und den Senat in die Mitte klatschen, aber das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ist natürlich dann billiger, als wenn ich jetzt die schöne Uni abreiß, wo ich dann wieder Marmor ausgebe. Wir gucken erstmal, wie teuer der Senat ist. Ich meine an sich... Tja. Gute Frage. Pass mal auf, und ich baue hier nur zur Sicherheit. Weil ich gerade ziemlich viele Gewissens... Wofür hat man nicht einen Sprengmeister? Ja. Spreng uns nochmal was weg. Na gut, das hilft uns eigentlich überhaupt nicht. Ruft mich, wenn es wieder knallen soll. Aber hier habe ich gerade etwas herausgefunden, und zwar, dass wir das Ganze etwas logistisch optimieren können. Und zwar so. 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 Ah ne, jetzt hat mein Walfänger nichts mehr zu tun. Okay. Da haben wir 5 Sonnenblumenfarmen. Und das müsste dann hoffentlich auch reichen für 2 Parfümeriemeister hier. Gut. So, was ist jetzt? Ich will Leute haben. Oder seid ihr alle nicht einzugsbereit? Doch, seid ihr. Finde ich super. Ja, an sich könnte man halt das Ding abreißen. Aber so ein Theater kostet halt auch 20. 20 Unterhalt. Ja, und der Radius von der Uni ist leider... Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Wobei die Schule, die könnte ich abreißen. Naja, wir gucken jetzt erstmal. So. Wir haben genau einen Versuch, das gute Stück richtig zu setzen. Hier wäre natürlich perfekt. Mist. Da, genau da steht das Theater. So ein Scheiß. Ich meine, wie viele... Ich glaube, das ist sogar nur ein Kästchen. Kann das sein? Ne, 2. Okay. Also die Feuerwehr, da würde ich nicht mal eine Sekunde zögern. Ja, das Markthaus und das Theater. Naja, gut. Dann müssen wir das wohl erst nochmal aufschieben. Oder wir bauen das... Na, wobei, wenn wir das jetzt hier an den Rand irgendwo stellen... Ist halt die Hälfte der Stadt nicht abgedeckt. Hier wäre so... Nee, wäre auch nicht gut. Es muss hier hin. Es muss hier hin. Naja. Naja. Gut. Ja, wir haben eine ganze Menge Geld. Was machen wir damit jetzt? Aristokraten... Ein Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. What? Ach du je. So, das heißt, die Lehmgrube ist damit auch leer. Bleibt uns also hier hinten noch eine unendliche. Plus eine nicht unendliche. Ja, die uns jetzt zu bauen erstmal auch nichts bringt. Habe ich gerade irgendwie ein Schiff? Oh ja. Ein Fischvorkommen ist erschöpft. Stimmt, du solltest dich reparieren lassen. Da war was. Warte auf Anweisung. Nein, um Gottes Willen. Jetzt bloß nicht hier meine Kolonial... Achso, das könnt ihr eh noch nicht. Okay. So, da kündigt sich, verabschiedet sich das nächste. Hä? Fischgrund ist leer gefischt. Sehe ich jetzt nicht ganz so, aber okay. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir fahren jetzt noch mal ein bisschen hier rum. Und decken noch weiter die Inselwelt auf. Und wie mache ich das jetzt? Ich meine, so langsam könnte man mal dran denken. Wobei... Na doch. Also, nee. Da hat es schon wieder gerade geklärt.
Der hat natürlich schon eine ganze Menge. Ich meine, die letzte Taktik war ja, wir rekrutieren uns so absurd viel Haubitzen und überrennen ihn einfach. Ach, wir sind noch... Ja, ich nehme das nochmal an. Na bitte, es geht doch. Und von dem Geld, was er uns jetzt gerade gezahlt hat, werden wir jetzt uns schön eine kleine Festung holen. Wir haben neues Land gesichtet. Ja, da sehe ich schon das Rot auf der Insel. Tja, wo könnte man denn jetzt mal die Festung hinstellen? Irgendwo am besten da, wo... Wo landen die sonst immer an? Hier unten, ne? Kommt die hier. Wobei, ich will natürlich auch wiederum, dass ich schnell meine Truppen da rausbekomme. Ja, ich baue sie, na gut, hier oben. Einer ihrer Betriebe ja, stellt keine so. Waren mehr her. Ist das jetzt meine? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sag mal, da ganz unten seid ihr. Ist aber schon ganz schön weit weg, ne? Eieieiei. Und der hat die, ne? Der hat sie natürlich hier schon irgendwo rumstöbern. Seine beschissenen Hobbitzen. Ohne eine Uni. Alter. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Oder ist es... Ne, das ist alles Castelli. Da kommt noch ein kleines Kriegsschiff. Ui. Ui, 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 ui. Hier gibt es gerade schon einen kleinen Zoff. Okay, finde ich gut. Ich meine, da könnte man jetzt mal überlegen, ne? Wollen wir da nochmal mitmischen? Hätten wir jetzt Hobbitzen, hätte ich sie jetzt auch gewartet, bis der Castelli tot ist, damit er mir nicht sagt, hey, du landest auf meiner Insel. Weil ich glaube, das war letztes Mal der Fall. Und dann könnte man irgendwie von hier oben runterrennen. Die Festung sofort unter Beschuss nehmen. Dann ist die schon mal weg. Und dann ganz schnell hier weiter die ganzen Markthäuser kaputt machen. Aber da... Da kommen sie. Das sind die Hobbitzen. Wo mir kein Mensch der Welt erklären kann, wieso er die jetzt plötzlich schon hat. Gut. Ach, das ist die Hauptinsel. Ah, das ist die Hauptstadt vom Castelli. Okay. Gut, dass wir die auch mal aufgedeckt haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Boah, der hat halt... Der wird auch schon bald die Aristokraten haben. Aber auch er wieder Hobbitzen ohne Uni. Na egal, ich will jetzt mich hier nicht weiter beschweren. Ich hätte jetzt lieber noch ein kleines, ein großes Kriegsschiff. Was haltet ihr davon, etwas für mich zu erledigen? So. Und dann können wir eigentlich auch schon mal hier die Pferde... Die Pferde suchen. Gut. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Unter die vorletzte Folge haben... zwei Leute gesagt, dass sie nicht wollen, dass ich das Let's Play hier beende, weil ich da ja gesagt hatte, dass falls wir hier verlieren, habe ich noch eine lustige Special-Folge. Keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht mit Absicht irgendwie aufgeben. Ich meinte nur, falls jetzt plötzlich mir wieder alle drei den Krieg erklären und alle hier auf meiner Insel anlanden und ich mich nicht verteidigen kann, dann hätte ich noch so einen Plan B, sag ich mal. So. Also Entwarnung an dieser Stelle. Ich begebe mich jetzt erstmal hier Richtung Festung mit schönem Seeblick. Das sieht auch so super aus. Ja. Schiffsbau abgeschlossen. Naja, da ist gerade das große Krieg. Alter, das dauert echt 2 Minuten, ne? Dann ist es schon fertig. Naja, also ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.